Ja, als nächstes Sebastian Schreiber, Freelancer in Typo 3 und zurzeit hauptaktiv bei der Pizza Plus Wild GmbH in Köln. Korrekt. Wie lange arbeitest du schon mit Typo 3? Jetzt mal rechnen, 2001 habe ich damit angefangen. Bin da über einen Kommilitonen drauf gestoßen, der seine Bachelorarbeit darüber geschrieben hat und war da relativ schnell von angetan und er hat mich mit in eine Agentur geholt und da habe ich dann Praktikum gemacht und okay, dann immer dabei geblieben. Das heißt 17 Jahre schon. Was würdest du machen, wenn es kein Typo dran gäbe, nie erfunden worden wäre? Symphonie. Okay. Am liebsten tätig. Kann ich nachvollziehen. Jetzt sind wir aber bei Typo 3 und was ist da für dich die wichtigste Extension? Worauf würdest du da nicht verzichten wollen? Oder bist du einer von denen, die sagen, ich glaube keine Extension, alles selber machen? So viel wie möglich selber machen. Okay. Wenig Extensions einsetzen. Also retrospektiv würde ich sagen, war RealURL sicherlich eine der wichtigsten Extensions, die eigentlich in jedem Projekt da war, was ja natürlich jetzt mit der 9er obsolet geworden ist, hoffentlich. Und ansonsten kommt es von Projekt zu Projekt an. Okay. Also, was hast du am meisten an Typo 3? Wo kriegst du die Krise? TypoScript. Habe ich heute öfter erwartet, also, die Antwort, aber endlich sagt es mal einer. Doch. Doch, ist okay. Die Grenzen, willst du eine längere Antwort haben? Oder? Gerne. Ja? Gerne. Also es gibt einige Sachen, die ich an Typo 3, glaube ich, hassen ist extrem, ist so extrem, aber ja, die ich nicht mag und die ich, glaube ich, auch irgendwie ändern würde, aber ich meine, es ist einfach aufgrund der Geschichte, es ist alles so gewachsen, so wie es ist, ist es einfach, ist einfach da, daran kann ich jetzt nichts ändern. Deshalb muss man es ja trotzdem nicht mögen. Genau. Ich muss quasi ertragen. Aber TypoScript gehört sicherlich zu den Sachen, die eigentlich, die haben, TypoScript hat auch seine sehr guten Seiten, aber je weniger, desto besser. Also nur die guten Seiten, die Schattenseiten müssen ausgemerzt werden. Und ich glaube, das machen wir einfach die letzten Jahre konsequent und das wird immer weniger. Okay. Wo sind die Grenzen von Typo 3? Also für dich, wo würdest du einem Kunden sagen, da nicht mehr, da besser Symphony oder nach unten hin da WordPress oder was Einfacheres? Ja, es gibt die beiden Richtungen. Also es gibt die Grenzen im Kleinen, sowie die Grenzen im Großen. Weiß ich nicht, ich glaube, so krass habe ich es noch nie ausgereizt, aber ich glaube, das ist schon auch irgendwo Minimum an Anforderungen gibt, um Typo 3 einfach vertretbar einsetzen zu können. Ich glaube, das würde, also WordPress würde ich für kleinere Seiten immer wieder empfehlen und Typo 3 würde ich da eher sagen, komm, machen wir da ein bisschen mehr in die Enterprise-Schiene. Und für Applikationen würde ich definitiv, also Typo 3 ist auch für Applikationen völlig okay. Es kommt auf den Umfang der Content-Pflege drauf an. Also wenn viel irgendwo Frontend User-Generated Content existiert, würde ich auch Typo 3 eher nicht empfehlen. Würde ich eher zu Symphony oder Laravel oder sowas gehen. Wo siehst du Typo 3 in 10 Jahren? Das ist ein weiter Ausblick, aber mach mal den Schritt. Ich bin kein Visionär. Ja, den Blick in die Glaskugel, keine Ahnung. Was vermutest du? Wir machen keine Wetten, aber ist Typo 3 noch da? Ist Typo 3 Marktführer? Achso, Typo 3 ist, also ich glaube, Typo 3, Marktführer wird es nicht sein, muss auch nicht sein. Typo 3 wird noch da sein. Aufgrund schon allein der Tatsache, dass es so viele Seiten zumindest in Deutschland gibt und Legacy Code wird immer existieren, von daher wird es auch immer irgendwo noch existieren. Vielleicht nicht unbedingt immer als erste Wahl, aber doch, ich glaube schon noch, dass das nach wie vor bei den ein oder anderen Projekten als erste Wahl genommen wird. Und ich glaube, dass Typo 3 in 10 Jahren auf jeden Fall headless ist. Okay. Das muss sein, also mit REST API und sowas. Doch, das wird technologisch auf jeden Fall dahin bringen. Okay. Als Schlussfrage habe ich an alle immer, wie hältst du dich wach, mit Kaffee oder Tee? Ich habe dich selbst schon arbeiten erlebt und ich weiß, dass du eigentlich, glaube ich, nie Kaffee trinkst. Ich habe nie jemanden. Ich trinke nur Kaffee, ich trinke keinen Tee. Okay. Wenn Pfefferminztee, nie Kaffee. Ich habe nie Kaffee holen gesehen oder so. Ich habe nie jemanden erlebt, der so konzentriert arbeitet, also der das Notebook aufklappt, arbeitet und irgendwann aufhört. Also morgens kommt auf jeden Fall eine große Schale Kaffee. Okay, die ist schon und, da. Und am Nachmittag vielleicht mal den einen oder anderen kleinen Kaffee so zum Wachrütteln. Aber ist ein bisschen Zucker. Wie schaffst du es, so konzentriert zu bleiben? Also du arbeitest mit einer großen Ruhe und Konzentration. Fokus. Vielleicht auch einfach das Geld, was eintreibt. Okay. Prima. Danke.
Sebastian Schreiber, Freelancer aus Köln, zurzeit hauptsächlich tätig für die Pizza Plus Wild GmbH in Köln. Vielen Dank, viel Spaß beim Camp. Danke euch.